Hallo und herzlich willkommen hier an der sechsten Station. Wir stehen hier an der Marienklause der Familie Berning. Diese Station trägt den Titel Jesus stirbt am Kreuz. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass diese Station in der Nähe des Friedhofs gewählt ist. Wir beginnen gemeinsam wieder mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nun hören wir gemeinsam wieder die Bibelstelle zum Bild und auch eine entsprechende Bildbetrachtung. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herbeinimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Das Ziel ist erreicht, der schwere Weg ist zu Ende und das Kreuz des Friedens und der Hoffnung ist für immer mit Jesus verbunden. Da macht Jesus etwas Neues. Er verbindet zwei Menschen zu einer neuen Familie. Seiner Mutter übergibt er den Lieblingsjünger. So ist er nicht allein. Er soll ihr neuer Sohn werden und wird so zum Bruder von Jesus. Jesus gründet eine neue Familie des Friedens. Auch du bist Teil dieser Familie. Aber nicht immer ist in unseren Familien Frieden. Die friedlichen Zeiten können sehr kurz sein. Laden wir Jesus in unsere Familie ein, dann breitet sich der Friede über alle aus. Das hat Gott mit seinem Bund versprochen. Über dem Kreuz wölbt sich der bunte Bogen Gottes am blauen Himmel. Hier verbindet der erste Bund Gottes aus dem Alten Testament mit dem zweiten, endgültigen Bund des Testaments. Auch sein Name ist ein Hinweis auf Gottes Bund. Jesus bedeutet übersetzt: Gott rettet. Gott rettet und das Kreuz des Friedens und der Hoffnung bleibt für immer. Nachdem wir nun die Bibelstelle und die Bildbetrachtung gehört haben, wollen wir wieder gemeinsam ein Gebet sprechen. Lasst uns nun gemeinsam beten. Jesus, dein Kreuz schenkt der Welt Friede und Hoffnung. Danke, Jesus, du bist der Friede und die Hoffnung in unserem Leben. Amen. Nun wollen wir weitergehen zur siebten Station. Diese findet ihr beim großen Kreuz auf dem Friedhof.